Ja. Oh, alles gut. Hallo, Frank. Hallo. Hallo. Es gibt so ein paar Best-ofs von mir, die liebe Klopsi zum Beispiel im Chat macht. Welche? Meine Fresse. Wie ich auf den Tisch manchmal klopfe wegen mir selber. Aber nur ich, das ist ja das Ding, nur ich lache über meine eigenen Witze. Ich bin der Witzigste für mich. Und das ist das Schöne. Dieses Video wird präsentiert von Funk für Funk. Wir haben sich Sandra und du kennengelernt, indem wir uns Hallo gesagt haben. Witzig, Maxi, ich bin so witzig. Habt dieses Jahr auch keine Probleme mit den Pollen gehabt? Ja, der EOS Andi ist dieses Jahr relativ ruhig. Das freut mich auch. Ich lach. Innerlich lache ich mich gerade tot. Mein rationaler Traum von gestern zu heute. Ich habe geträumt, dass wir ein Musikvideo in den Bergen drehen. Und das Musikvideo war so, dass wir den Takt runterlaufen mussten. Und das ging aber in so einer 90-prozentigen Fallsache. Aber wir sind nicht gefallen, sondern wir konnten laufen. Das war auch nicht gefährlich. Aber wir sind runtergelaufen. Ich und das waren andere Boyband-Mitglieder, die den Videodreh mitgemacht haben, ganz klar. Und wir mussten diese 90% Steigung runterlaufen, im Takt. Und beim nach oben gucken, habe ich gesehen, dass der Berg geformt ist wie der nackte Schambereich einer Frau. Aber wir sind davon geflüchtet. Man könnte da so viel hineininterpretieren. Und dann sind wir aber gelandet an einer Wüste. Und dann bin ich aufgewacht. Total rationaler Traum, würde ich sagen, oder? Von dieser Seite im hohen Gebüsch, da sehen sie mich nisch. Es tut mir so leid, ich habe heute echt einen sehr, sehr schlechten und abgelaufenen Clown gefressen. Wo ist das Kinn heute? Du, das habe ich erstmal verkauft, also so eine Pfandleihe, aber kann ich jederzeit wieder mir wiederholen. Das Kinn ist versteckt unter noch mehr Kinn. Das Kinn hat Kinder bekommen. Ha, Kinder. Gut. Finde ich schon geil. Bonk. Bönk. Bönk. Wir machen lieber nochmal. Wir wissen, wie... Oh Gott, aber weg. Skill Royale. Oder habe ich mehr Verstand als Glück? Ich wiederhole die Frage. Nee, ich war früher zu faul, mir die Zähne zu putzen und ich habe viel mehr Arbeit da reingesteckt, zu faken, dass ich mir die Zähne geputzt habe, also in der Zeit, wo ich mir die Zähne hätte putzen können, bin ich ins Bad gegangen und hab die Zahnbürste genommen, Wasserhahn, halt nass gemacht, und hab sie auf den Beckenrand geschrubbt, sodass das Geräusch von Zähneputzen da ist. Ich hab sie aber nicht im Mund genommen. Und so habe ich Zähne geputzt. Damit ich mir ja nicht die Zähne putzen muss. Bloß nicht. Habe ich mir die Arbeit gemacht, wird viel anstrengender. Aber wieso? Ja, weil... Dummes Kind, kann man ja mal sagen. Man kann ja mal sagen, der Max, der war jetzt vielleicht nicht so... das beste Kind der Welt, ne? Das habe ich auch gemacht. Ja, weil wir bescheuert sind, oder Resena? Ich darf das hoffentlich bitte sagen. Aber weil wir doch komplett bescheuert sind. Das ist hier ein großes Fass. Das fasse ich quasi nicht. Ja, vielleicht ist das hier ein Rätsel. Mitnichten. Mitnichten ist das ein Rätsel. Aber ohne Neffen. Du bist halt noch so eine Junge. Du bist doch noch knackfrisch. Knackfrisch klingt sehr merkwürdig. Ich sag lieber, du bist doch noch eine ganz Junge. Blüten rein. Frisch gepult aus dem Ei. Ich krieg's heute nicht hin. Ich hab das besser drauf, das Flirten. Warte, Lin. Du bist doch noch so jung und knackig. Komm, mach dich endlich... Nee. Lin, Mensch. Tja. Jünger werden wir nicht mehr, nicht? Tja. Häupti, täupti. In der Kneipe hier gibt es einen Drink namens Wei will Woi, Frau will Mann. Der ist der absolute Oberhammer. Brauchen wir auch noch für die Frau, die Wei will Woi will. Wir haben eine Wei, die will Wei will Woi.
Und die ist an einem Schrein, damit wir in den Schrein rein können, wo die Weih davor den Weiwelwoll will. Oh Gott. Aber ich hab ja so wenig zu zeigen. Ich reise ja nicht. Ich bin ja keiner, der rumreist. Das Einzige, was ich reisemäßig mache, ist in der Mikrowelle der 2-Minuten-Reis. Naja, gut. Besser wird's heute nicht mehr. Das war Speerspitze der Unterhaltung für heute. Wie hast du deine Ernährung umgestellt? Von links nach rechts. Eier, Flux. Wie ich ja Liebe machen mit deinem... Beep. Das ist ja ein geiles Ding. Cremst du es auch ein? Wenn nicht, darf ich? Dieser Stream ist ein Video wert und du bist sein größter Fan. Funk hat dieses Video 73.000 Mal geliked. Jeder Kommentar von mir. Lull at Sekunde 12. Lull at Sekunde 18. Roffel at Sekunde 23. Pornodarsteller als Beruf ist nur in der Vorstellung ein richtig, richtig schöner... Ist nur in der Vorstellung so ein Traum, nenne ich es mal, Beruf. Ist ein richtiger Beruf. Ist auf jeden Fall ein richtiger Beruf und ein guter Beruf. Ist nur nicht das... Ich wollte früher Pornodarsteller werden. Deswegen, es ist ein völlig normaler Beruf. Mit viel Anforderungen an dich. Viel Stress. Sehr viel Stress. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Mich auch. Hätte mich auch. Ja, war ja klar. Ne? Ist aber ein Beruf mit viel Anforderungen und nicht so cool. Nicht so, außer du bist Amateur. Ich glaube, wenn du Amateurfilmer bist, dann machst du halt, wie du willst, wa? Hast du mal so einen Probetag gemacht? Ist, spät, aber... Alles ein schöner Stream. Ah, ein bisschen strecken und ein bisschen einfach so herrlich. Wir sehen uns ja morgen wieder, ne? Ihr Supertypen und Typinnen. Ich wünsche euch was Herrliches und davon ganz, ganz viel.